Hey Leute, es geht gegen den BVB und es geht auch um Wiedergutmachung für den wirklich unfassbar schlechten Auftritt in Stuttgart. Und ich denke, da ist uns die Mannschaft dann doch schon eine ordentliche Leistungssteigerung schuldig. Bisschen bitter, dass gerade in dem Spiel auf jeden Fall Bargfrede mit der 5. gelben Karte fehlen wird. Der war ja vor allen Dingen in der Hinrunde, wo Werder das Ding 2:1 geholt hat und er so als dritter Mann in der Innenverteidigung agiert hat und teilweise sogar noch ein bisschen tiefer stand, wo Werder eher so eine Fünferkette aufgeboten hatte. Das war schon so ein taktischer Geniestreich, der diesmal definitiv, wenn es denn ähnlich sein sollte, mit anderem Personal stattfinden wird. Aber wie gesagt, Bargfrede wird ja definitiv fehlen. Anderer Gesperrter wird keins sein. Dafür haben wir Rückkehrer, das ist enorm wichtig, nämlich vor allen Dingen Augustinsson, der war in den letzten 3 Spielen verletzt nicht dabei. Friedl hat seine Sache zwar ganz gut gemacht, aber man sieht da auch schon wieder, was Augustinsson wirklich für eine Qualität dann hat, wenn er fehlt und was auch dem Bremer Spiel gerade auf der linken Seite fehlt, wenn Ludde eben nicht dabei ist. Und deshalb, Kofeld hat das ja auch in der PK angedeutet, dürfte ja auch wieder in der Startelf stehen. Moisander auch rechtzeitig fit, auch ganz wichtig. Und ein anderer Spieler, der sich vielleicht nochmal so auf Abschiedstournee befindet, Junuzovic, den ich auch in der Startelf erwarte in den letzten beiden Heimspielen und der sicherlich auch nochmal alles reinlegen wird für die Mannschaft. Für den BVB geht es dabei aber um viel. Die können halt wirklich einen großen Schritt Richtung direkter Champions-League-Qualifikation machen. Dabei waren die letzten Wochen beim BVB total merkwürdig, muss ich ja wirklich als Außenstehender sagen. Also die kriegen die ganze Zeit nichts geschissen. Dann kommt Leverkusen, wirklich in guter Form, fährt nach Dortmund, holt sich eine 4-0-Klatsche ab und du denkst dir so, Alter, wie kann das sein, dass der BVB da auf einmal so ins Rollen geht? Oder auch das Ding gegen den VfB, die haben zwar das Heimspiel 3-0 gewonnen, aber auch das war kein Spiel, das so lief. Auswärts war es dann immer so lala. Naja, ist auf jeden Fall schon so ein bisschen eine Wundertüte, auf die Bremen treffen wird. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir das lösen wollen oder wie wir vor allen Dingen auch so den wiedergenesenen Reus in den Griff bekommen wollen. Ich denke auch, dass durch den Ausfall von Batshuayi vielleicht wir nicht ganz, ganz so tief stehen werden wie in der Hinrunde. Ich würde halt beim Grundgerüst 4-3-3 bleiben. Mit Bargfrede war es natürlich immer so ein Ding, da wusstest du, er kann auch irgendwie so ganz tief stehen, aber ich würde jetzt gerade ungern auf 3 bestimmte zentrale Spieler verzichten, weshalb ich das einfach so machen würde. Und ich bin auch der Meinung, dass gerade die defensive Anfälligkeit des BVBs für uns eine große Chance ist, mit viel Offensivpower da halt auch nochmal irgendwie reinzurollen. Deshalb im Tor Pavlenka, die Kette von links nach rechts mit Augustinsson, Moisander, Veljkovic, der sich natürlich auch wieder steigern muss. Das war auch leider nichts gegen Stuttgart, das war, naja, abhaken und weitermachen. Rechts vielleicht nochmal so der letzte Strohhalm für Robert Bauer. Ich würde es einfach nochmal probieren, weil auch Theo die letzten Wochen, ja, einfach schwach war. Das Dreier-Mittelfeld, dann mit Delaney auf der 6 und Junuzovic und Egge davor. Und dann diese Dreierreihe vorne, die ich endlich mal in der Startelf haben möchte. Und zwar mit Rashica, Kruse und Belfodil. Das ist sicherlich offensiv gegen den BVB, aber der BVB ist gerade defensiv halt anfällig. Da fehlt auch ein wichtiger Mann vorne drin. Wir sollen da halt einfach meiner Meinung nach nicht zu viel Respekt haben. Und so hoffe ich und denke ich, dass wir zumindest, wenn wir wirklich alle bei 100% dann agieren und das heißt wir, die Spieler vor allen Dingen in erster Linie, dass da was drin sein kann gegen den BVB. Oder was meint ihr? Eure Meinung? Ich bin wie immer gespannt. Schreibt es in die Kommentare. Übrigens auch hier in den Infoboxen. Liked doch gerne den neuen 12er-Kanal. Da geht es um alle Themen rund um Fußball, wenn es euch interessiert. Würde mich auch freuen und ja, ansonsten auf ein gutes Heimspiel gegen den BVB. Reingehauen und bis zur nächsten Runde. Ciao.